Symphonius hat sich entschieden, aktiv bei der Entstehung von additiven Normen in unterschiedlichen Branchen mitzuwirken und zu unterstützen. Und es hat sich die Möglichkeit ergeben, in einem Druckbehälter Gemeinschaftsarbeitskreis in Deutschland vom Deutschen Institut für Normung an einer additiv geschweißten Musterqualifizierung teilzunehmen. Ziel war dabei die Überprüfung der Anwendbarkeit der neu entstehenden Norm für Komponenten für unbefeuerte Druckbehälter. Und dabei haben verschiedenste Partner mitgewirkt. Bei der Werkstoffqualifizierung war die Firma Megalco und die Firma Linde maßgeblich. Das hat die Basis für die folgende Konstruktion und Berechnung dargestellt. Die Musterqualifizierung haben wir anhand eines kleinen Druckgerätes durchgeführt. Dabei haben wir uns ganz bewusst für eine verhältnismäßig einfache Kontur entschieden, die einem Rohrabzweig ähnelt. Rohrabzweige, wie hier, kommen im Anlagen- und Behälterbau in sämtlichsten Variationen und Abmessungen vor. Wir wollten jedoch nicht nur den Rohrabzweig an sich, sondern die gesamte DED-Prozesskette überprüfen. Im europäischen Normentwurf und in der bereits veröffentlichten DIN TS 17026 wird die gesamte Wertschöpfungskette für die additive Fertigung betrachtet, inklusive aller notwendigen Überwachungsdetails. Damit ist Sorge getragen, dass die grundlegenden Sicherheitsanforderungen, die in der Druckgeräte-Richtlinie definiert sind, sauber erfüllt werden können. Das umfasst zum Beispiel die Werkstoffe, die Auslegung, zum Beispiel mit einer belastbaren Berechnungswendspannung, die Qualifizierung des additiven Fertigungsverfahrens, die Herstellung des Bauteils an sich, sowie die Prüfung, die Endabnahme in Form einer Druckprüfung, sowie die Enddokumentation für das Bauteil. Der Prozess ist übrigens der gleiche wie auch für konventionell hergestellte Druckgeräte. Beim Werkstoff haben wir uns für einen unserer Hauptkonstruktionswerkstoffe Aluminium entschieden. Die naturharte Knetlegierungen wird in anderen Bereichen oftmals für den Leichtbau eingesetzt. Im Anlagenbau verwenden wir diesen Werkstoff aufgrund seiner hervorragenden Tieftemperaturzähigkeit bis minus 273 Grad Celsius. Allerdings bringt der Werkstoff auch Herausforderungen beim Schweißen mit sich. So ist nicht nur die Prozessauswahl und die Prozessparameter entscheidend für das Ergebnis, sondern auch die Auswahl des Schweißzusatzes. Beim Draht für die additive Fertigung ist auf sehr viele Punkte zu achten. Da wären unter anderem die chemische Zusammensetzung des Drahtes, die in einem engen Rahmen sein muss, die Oberflächenbeschaffenheit des Drahtes, damit er auch gut gleitet, die Durchmessertoleranz des Drahtes, die in einem sehr engen Bereich liegen muss, weiters die Freiheit von Einschlüssen, die möglichst geringe Menge an Wasserstoff im Draht, die Spulung des Drahtes, das heißt, er muss lakenecht gespult sein, Fässer müssen so gespult sein, dass sie sich einwandfrei abspulen lassen. Und was natürlich auch heute mehr und mehr wichtig ist, ist der CO2-Fußabdruck des Drahtes. Der liegt bei uns nur bei 3,8 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Aluminium und das ist weniger als ein Viertel des internationalen Durchschnitts. Prinzipiell möchte man bei der additiven Fertigung einen Schweißprozess höchster Stabilität. Aus diesem Grund bietet sie hier CMD perfekt an. CMD ist ein Prozess mit hoher Abschmelzleistung und gleichzeitig geringstem Wärmeeintrag. Schwankungen des Kontaktorabstandes sind wenig kritisch und durch das Eindrahtsystem ist auch ein zusätzlicher Freiheitsgrad für die Roboterprogrammierung gegeben. Darüber hinaus konnten wir auch die Funktionalität unserer neuen Kennlinien darlegen, wie eben zum Beispiel die Leistungskorrektur. Die Leistungskorrektur verhilft uns dazu, die elektrisch aufgewendete Leistung je nach Prozessphase, je nach Phase im Bauteil anzupassen, während aber die Abschmelzleistung konstant bleibt. CMD Additiv wurde hier für den Grundkörper verwendet und zusätzlich für diese Verstärkungsraupen noch eine spezialisierte Form, eine Mixcharakteristik bestehend aus CMT und Pulscharakteristik. Da wir hier wieder im Verbindungsschweißbereich sind und mehr Leistung benötigen, hat sich hier dieser Prozess am besten angeboten.
Die Europäische Druckgeräterichtlinie stellt ganz klare Anforderungen hinsichtlich dem Ablauf von Qualifizierungsmaßnahmen sowohl für die Werkstoffe als auch für die Fertigungsverfahren in der additiven Fertigung. Diese Qualifizierungsmaßnahmen unterscheiden sich eigentlich überhaupt nicht von dem, was wir bisher in der Vergangenheit gemacht haben. Der Werkstoffhersteller muss qualifiziert werden, der Hersteller der Fertigungsverfahren oder der Anwender der Fertigungsverfahren muss qualifiziert sein und natürlich auch alle weiteren Schritte unterliegen einer Qualifizierung. Wir bei uns hier im Labor, das TÜV Süd, führen Qualifizierungsmaßnahmen zum Beispiel für den Werkstoff durch, als auch für den Anwender der additiven Fertigung. Die Prozesse, die Maßnahmen, die Durchführung, die Güteüberwachung sind absolut identisch mit dem, was wir bisher kennen. Zu Beginn der Qualifizierungsarbeiten steht eine visuelle Kontrolle des erzeugten Werkstoffs bzw. des erzeugten Probebauteils, was nach Norm gefertigt wurde. Im Anschluss daran folgen tiefergreifende Untersuchungen, zum Beispiel mit Hilfsmitteln Farbeindringprüfungen. Ja? In einem nächsten Schritt folgen dann anschließend Volumenprüfungen, zum Beispiel die Durchstrahlungsprüfung oder Ultraschallprüfung. Dort soll nachgewiesen werden oder wird nachgewiesen, dass das Volumen des Werkstoffs bzw. des Probenkörpers frei ist von inneren Unregelmäßigkeiten. Nachdem diese Prüfungen abgeschlossen sind, erfolgt die mechanische Ausarbeitung der anschließenden mechanisch-technologischen und auch metallographischen Prüfungen. In einem weiteren Schritt folgen dann Zugprüfungen, gegebenenfalls Gerbschlag-Biegeprüfungen, Biegeprüfungen oder sonstige gegebenenfalls geforderten oder zusätzlich geforderten Prüfungen. In einem parallelen Schritt dazu erfolgen metallographische Ausarbeitungen, die insbesondere die Bereiche abdecken sollen, wo Unregelmäßigkeiten festgestellt wurden oder Übergangsbereiche zwischen klassischem Werkstoff und additiven Fertigungsauftrag, also dieser Hybridbereich, dargestellt werden soll. Die metallographische Untersuchung dient hierzu insbesondere zur Verifizierung der bisher gesammelten Daten und gibt stichprobenweise nochmal eine Aussage darüber, inwieweit der Werkstoff und auch das verwendete Fertigungsverfahren einwandfrei sind. Das Ziel von diesen ganzen Anstrengungen ist im Grunde, eine AMPS zu erstellen. Diese AMPS kann man verstehen wie ein fertiges Rezept. Darin enthalten sind alle einzelnen Schweißanweisungen, Bedienerzertifikate, Materialzertifikate und auch eben die kinematische Strategie. In dem Fall haben wir uns das alles Stück für Stück aufgebaut. Im ersten Schritt wird beispielsweise die Geometrie von diesem Bauteil in einfache Einheiten zerlegt, zum Beispiel einen Zylinder. In weiterer Folge werden Verfahrensprüfungen an geschweißten Zylindern unterschiedlicher Wanddicke durchgeführt. In weiterer Folge werden davon die DPS-Anweisungen abgeleitet. Wenn nun die Schweißparameter bekannt sind, können diese dazu verwendet werden, um in der CAM-Software die Aufbaustrategie des Bauteils festzulegen und mit diesen Parametern zu vereinen. In weiterer Folge kann eben nach dem erfolgten additiven Aufbau und bei erfolgreicher Zertifizierung daraus die AMPS erstellt werden. Wir sind mit unseren Push-Pull-Brenner in der Lage, den Schweißdraht, das Ende des Schweißdrahtes als taktilen Wegsensor zu verwenden. Wir haben das jetzt bei dem Bauteil zum Beispiel beim Anschweißen von der Abdeckbleche angewendet. Dazu haben wir eben das Wiresense-Verfahren verwendet, wo der Roboter einmal die Fräskontur von links nach rechts abscannt und dadurch einen Winkelfehler des Rohrs zum Grundblech erkannt und dementsprechend danach korrigiert werden kann. Die Herausforderungen bei diesem Bauteil liegen vermutlich im Wärmehaushalt. Wir haben hier eine unterbrechungsfreie helixförmige Schweißung ohne Start- und Stopppunkte. Dies führt natürlich sehr schnell zu einem hohen Wärmeinhalt des Bauteils. Nicht so zu Beginn, gerade zu Beginn ist das Bauteil noch kalt. Daher müssen wir die Parameter zu Beginn derart anpassen, dass wir eine gute Anbindung bekommen, gleichzeitig das Bauteil schnell auf Temperatur bringen, aber auch diese Temperatur halten. Hier kommt eine eigens entwickelte innenliegende Wasserbadkühlung zum Einsatz, um die Temperatur gemäß der Schweißanweisung einzuhalten. Zusätzlich mussten zur Erreichung der verschiedenen Wandbreiten verschiedene Pendelalgorithmen entwickelt werden. In Kombination mit den optimierten Schweißparametern konnten wir Lagen verschiedener Breite, aber gleicher Höhe erzeugen.
Voraussetzung zur Erzeugung dieses Bauteils ist natürlich auch eine sehr genaue Vermessung von Roboter zu Werkstückpositionierer. Ganz zum Schluss zur Fertigung führen wir eine Schlussprüfung durch. Die nennt sich Druck- und Schlussprüfung und gliedert sich in zwei Elemente auf. Zum einen führen wir eine Dokumentenprüfung durch, ob diese Komponente tatsächlich, so wie sie freigegeben wurde, auch von der TÜV als notifizierte Stelle gefertigt wurde, ob alle Prüfungen durchgeführt worden sind und die Dokumente vollständig auch sind. Und zum anderen führen wir eine Druckprobe durch, wo wir die Druckfestigkeit nochmal abprüfen des Bauteils. Und wenn beide Elemente erfolgreich abgeschlossen sind, wird das Typenschild gestempelt und das ist sozusagen dann die Freigabe dafür, dass die Komponente auf den Markt bereitgestellt werden darf und in Verkehr gebracht wird. Ich denke, mit den Möglichkeiten der additiven Fertigung, komplexe und optimierte Bauteile herzustellen, ergeben sich erhebliche Vorteile gegenüber den herkömmlichen Fertigungsmethoden. Die Bauteile können wesentlich spezifischer konstruiert werden und im Anschluss effizient, kostengünstig und in kürzerer Zeit und damit auch ressourcenschonender hergestellt werden. Die DIN EN 13445 Teil 14 wird es Anwendern der additiven Fertigungsverfahren und auch Prüforganisationen ermöglichen, additiv hergestellte Werkstoffe und Bauteile am Markt im Geltungsbereich der Druckgeräterichtlinie zu prüfen, qualifizieren und in Verkehr zu bringen.